Heute übrigens ist auch internationaler Tag der Pressefreiheit. Wie es genau um diese steht, und zwar auch in Staaten, zu denen wir gute Beziehungen pflegen, Jens Brombach hat nachgehakt. 2017 G20 in Hamburg. Unter Merkels Gästen auch Vietnams Ministerpräsident Xuan Phuc als Vertreter des asiatisch-pazifischen Raumes. So weit, so gut. Hätte seine Regierung nicht versucht, daraus einen Staatsbesuch auf Einladung der Kanzlerin zu machen. Die Internetzeitung Toibao stellt klar, das war nur ein Arbeitstreffen, ein kleiner, feiner Unterschied, aber Grund genug für Druck. Ich habe so geschrieben, aber die vietnamesische Seite gefällt das gar nicht. Und die vietnamesische Botschaft hat uns angerufen und circa auch E-Mail für mich verschickt. Und der will die Textänderung oder löschen. Aber ich mache das nicht, weil das Wahrheit ist auch so. Wenige Tage später wird mitten in Berlin der vietnamesische Geschäftsmann Trian Chuan Tan entführt. Seine Spur endet in der vietnamesischen Botschaft, bis er vor Gericht auftaucht. Wieder ist es Koa Le Trung, der als erster berichtet. Über BBC London habe ich diese Information veröffentlicht. Und weltweit dann kommt eine sehr Überraschung, weil in Vietnam die staatlichen Medien hat gesagt, dass er selbst zurück nach Vietnam gegangen ist. Und danach habe ich sofort ein Problem. Unsere Webseite in Vietnam ist gesperrt. Nach einem Schauprozess wird der Geschäftsmann zu lebenslanger Haft verurteilt. Journalist Koa Le Trung bekommt Morddrohungen und auch seine Familie in der Heimat gerät ins Visier der Geheimpolizei. Ich habe so viel bedroht im Internet, in Facebook, in alles Mögliche. Die vietnamesische Geheimpolizei hat zu uns in Vietnam zu Besuch. Wann kommt er wieder und so weiter. Das mit Twitter oder meine Familie was machen. Und ich habe auch richtig schrieblich bedroht. Bekommen. Er ist nur ein Fall von mehreren hundert, die Reporter ohne Grenzen betreut.